So, hallo Leute und willkommen zu einem, ich sag mal, Let's Play erstmal, beziehungsweise Let's Play an sich, und zwar spielen wir Splinter Cell Blacklist Spiderbot. Das ist eine App, fürs Android auf jeden Fall, iPhone, keine Ahnung, ihr kennt mich, könnt ihr also gratis für euer Handy runterladen und auch spielen. Und ich spiele diese App gerade ganz bewusst, denn man kann hier Sachen, ich kann mal kurz auf Freischalten klicken, PC, für das richtige Spiel Black Ops freischalten, wie ihr hier seht. Und auch Währungstausch, also ich könnte jetzt diese Punkte in Währung für mein Black Ops ändern. Und genau deshalb spiele ich gerade dieses Spiel, weil ich diese Punkte einfach freischalten möchte. Ich habe schon eine Testrunde gemacht, auf dem Handy auch. Da habe ich das Spiel auch drauf. Und ich möchte jetzt euch einfach mal zeigen, das Spiel. Ich müsste mal den Controller in die Hand nehmen. So, aber in die andere Hand. Ne, das war zurück. Das ist die Frage. Moment. Ist denn wirklich LT? LT ist es, okay. Denn es ist jetzt recht umständlich zu steuern, denn wie gesagt, es ist eine App und eigentlich steuert man an beiden Ecken des Bildschirms. Und zwar steuert man, hat man hier unten gleich, wir spielen ja diese Ghost-Bot erst als erstes. Es gibt drei verschiedene. Ich habe bis jetzt nur den angetestet. Der kann sich unsichtbar machen und laufen. Und wir müssen halt unten rechts klicken, um uns unsichtbar zu machen. So, antippen, um weiterzumachen. Ja, ranzoomen. So, hier zum Laufen. Und jetzt können wir uns hier halt unsichtbar machen. Das mache ich jetzt aber nicht, denn wenn wir uns jetzt unsichtbar machen würden, würden wir weniger Punkte bekommen. Wir müssen jetzt hier den Wissenschaftler erstmal schnell einfangen. Also einfach nur in die Nähe laufen, dann betäuben wir ihn. Der lässt dann Daten fallen, die wir mitnehmen können. Die müssen wir sichern, dafür müssen wir jetzt gleich rausgehen. Jetzt müssen wir erstmal die Kamera hacken, damit die hier weggeht und uns nicht sieht. So, und dann können wir hier raus. Na hopp. So, damit wären wir entkommen. Unentdeckt, Körper nicht gefunden und keine Tarnung. Das ist das, was ich gerade meine, damit wir hier diese drei Sterne kriegen. Jetzt lädt er kurz. Und hier meine Währung, die ich gerade dazu bekommen habe. Wir machen jetzt mal die nächste Mission. Die ist jetzt für mich auch blind. Kenne ich also nicht. Ich bin mal gespannt, wie die aussieht. Dum, 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 dum. Wie gesagt, eine App ist Android. Einfach SC, Leertaste Blacklist, Doppelpunkt, Spider-Bot. So nennt sich diese App. Das wird das halt bei der Spider-Bot. Hier an dem, um es einmal zu vergrößern. Hier bin ich. Ich kann doch jetzt einfach. Okay, ich kann nicht. Ich hatte gedacht, ich könnte ihn einfach betäuben, aber anscheinend nicht. Okay, ich kann Wachen also nicht betäuben. So. Das ist gerade etwas, was ich herausfinden wollte. Hey. Ja, litzt du? Bitte? So, da muss ich gucken. Entweder unten an der Kamera vorbei oder an ihn vorbei. Was ist das? Achso, bitte hoch. Kann mich hier drin sehen? Ja. Nein. What the fuck ist hinter dir? Okay. Hi. Okay, ich muss nur einmal draufklicken. Das wäre jetzt richtig schlecht. Okay. Ja, entdeckt, Körper gefunden. Und was ist hier? Keine Bonusmission? Okay. Das wiederholen wir auf jeden Fall nochmal. Das will ich nochmal besser regeln. 5000 Punkte ist auch nichts. Wiederholen.
Ich finde es auf jeden Fall eine recht interessante App, muss ich zugeben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie zu so einem Vollspiel auch noch so eine App rausbringen wie diese hier. Finde ich cool. Also sollte öfter passieren, finde ich. Ich meine, gibt es jetzt bei GTA 5 auch mit der iFood-App? So, ich muss jetzt also jetzt wirklich mal schauen, wie ich das mache. Erstmal. Geh wieder runter, Kamera. Was ist das? Tarnung aufgeladen, okay. Hier können wir Kamera hacken. Der geht doch jetzt einfach wieder, ne? Ja. So, damit hätten wir das. Und damit wären wir auch weg. Viel souveräner. Viel besser. Keine Tarnung. Auch nochmal Bonuspunkte. Und Gold. Ah, es kann so einfach sein. Es kann so einfach sein. Wieso spiele ich das Spiel? Ich spiele es nicht nur, um mich gerade drauf vorzubereiten, also mir da Sachen freizuschalten. Nein, es läuft momentan synchron ein Let's Play zu Blacklist. Es wird ein Let's Play Together sein mit Wolfi. Und ja, die ersten paar Parts sind schon im Kasten und wir failen sehr. Also wer Noobs in Blacklist sehen will, der kann sich dies gern antun. Also wir failen wirklich sehr. Es ist auch mehr lustig als sonst was. So. Hier kann ich die Kameras ausschalten und da ist der Wissenschaftler. Kamera ist aus. Der Typ ist weg. Und deine Daten. Das muss ich hier raus, ne? Na, ist nicht wirklich besser, ne? Die Ausgangssituation da. So. Wieder an dir vorbei. Hier lang. Muss ich an den da vorbei. So ist gut, danke. Und damit hätten wir auch die Mission geschafft. Unentdeckt, Körper nicht gefunden und keine Tarnung. 50.000 Punkte, Bitches. Ja. Wie gesagt, und falls ihr Singleplayer-Kampagnen noch sehen wollt von Blacklist, beziehungsweise die Only-Singleplayer-Missionen, dann schreibt es mir doch bitte entweder hier oder bei Dings oder den Kommentaren. Bei Blacklist dann, wenn es hochgeladen wird. Ich weiß noch nicht genau, wann ich es hochlade. Es wird aber auf jeden Fall kommen, keine Sorge. Ich wollte es nämlich erst vollständig aufnehmen mit Wolfi und dann hochladen. Conviction wird auch noch ein Let's Play zu folgen. Zumindest zu dem Koop-Modus. Singleplayer ist wieder eure Entscheidung, ob ihr den sehen wollt. Dann würde ich diesen auch noch aufnehmen. Ja. Muss ich wieder warten, bis er hier ist. Welche Seite gehst du? Okay. Wow. Oh! Gar nicht wahr, es flügt. Oh! Ja, gut. Ich würde dann sagen, gucken wir uns die anderen Dinge auch mal an. Den Spider-Bot haben wir jetzt gesehen, diesen Stealth-Bot. Wie viele Missionen haben wir gemacht? 3 Stück, okay. Ich würde sagen, ich gucke mir jetzt die anderen
beiden Dachen auch noch an. Drei Missionen davon, den Spider-Bot und den Zweig-Bot, gucken wir uns jetzt auch an. Aber im nächsten Part, Leute. Bis dahin. Ciao.